Unsere nächste Speakerin ist eine KI-Expertin, die ist aus kaum einer Debatte eigentlich wegzudenken in Deutschland. An einem Tag sieht man sie bei der Tagesschau, am nächsten Tag sieht man sie auf der ständigen Konferenz der Kultusminister. Und wie man übrigens im Internet nachlesen kann, war man dort regelrecht geflasht von ihrem Vortrag. Vor allen Dingen setzt sich für das Thema KI und Bildung ein, ist ergo goldrichtig heute hier bei uns an diesem Tag. 2021 hat sie zudem im KI-Expert Lab des KI Campus die Gruppe Wissenschaftliches Arbeiten mit KI selber auch ins Leben gerufen. Expert Lab, vielleicht kurz für euch zur Einordnung, ist ein Format, um in zentralen Themenbereichen Expertinnen zusammenzubringen und auch den Austausch untereinander zu fördern, also so eine Art Think Tank, wo man auch verschiedene Perspektiven mit einbringt. KI Campus bzw. Deutscher Stifterverband unterstützen gemeinsam auch mit der Bertelsmann Stiftung das VK Kiva, das virtuelle Kompetenzzentrum Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten. Soweit ein kleines Framing und ein kleiner Background zu ihr. Ihr Vortragsthema passt übrigens ganz super. Denn sie liebt Experimente und sie liebt es auch selber, neue Welten zu entdecken. Denkt da auch out of the box. Und so heißt ihr Vortrag auch: Die transformative Kraft von Gen AI in der Hochschullehre. Neue Gestaltungsräume entdecken und nutzen. Und hier kommt sie auch schon: Professorin für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Projektmanagement, Natural Language Processing an der Fachhochschule Kiel. Aus dem hohen Norden kommt sie zu uns, Doris Wessels. Liebe Doris, wenn du magst, the stage is all yours. Darf ich dich schon mal an deinen Präsentationstisch bitten? Du schaust noch mal ein bisschen kurz nach der Technik, liebe Doris, wenn ich parallel mit dir mal schauen darf, denn du bist ja auch ganz schön viel auf Achse. Du kommst gar nicht aus Kiel. Du auch, deshalb sehen wir uns auch so häufig, liebe Carmen. Ne? Ja, genau. Du kommst gerade aus dem wunderschönen Wien. Ja. Lecker Sachertorte gegessen, man weiß es Nein, man munkelt nur. Die Zeit hatte ich nicht, aber ansonsten war es wieder sehr schön. Genau da möchte ich jetzt mal mit dir reingucken. Was ist denn anders dort und was für Impulse nimmst du mit rein? Ich nehme in Österreich sehr viel Offenheit bei dem Thema wahr, auch in der Schweiz übrigens. Also es gibt aus meiner Sicht tragischerweise so ein kleines Nord-Süd-Gefälle. Ja. Das ist natürlich, wenn man aus Norddeutschland kommt, so ein bisschen schwierig damit umzugehen. Aber es war von Beginn an wirklich zu beobachten, dass wir in der Schweiz und Österreich etwas mehr, also insbesondere in der Schweiz, auch sehr viel Offenheit hatten beim Einsatz von ChatGPT und Co. In der Lehre. Da haben viele Diskussionen stattgefunden. Wir haben auch heute ja einen Vortrag gehört von der ETH Zürich. Ja, wir können also lernen auch von denen und wir sollten sowieso, finde ich, viel, viel mehr voneinander lernen und auch uns gemeinsam den Weg bahnen durch diese stürmischen Zeiten, die wir derzeit haben. Was ist die Wurzel denn, dass die da so offen sind? Ticken die so wie du, so ein Entdecker gehen, so eine Lust am Neuen, neue Welten eröffnen und gestalten auch? Ist das in der Schule gelegt oder wie können wir das hier auch mehr reinbringen? Also man sagt uns Deutschen, also ich weiß es nicht, also da, das ist auch nicht meine Fachdisziplin, aber man sagt uns Deutschen ja so die German-Angst nach. Ne? Also wir sind sehr qualitätsorientiert, wir sind auch sehr mit unseren Prozessen beschäftigt und versuchen uns auch immer regelkonform zu verhalten. Und hier ist es etwas schwierig, wenn die Regeln, die wir haben, die Prozesse, die wir haben, nicht so ganz angepasst sind an veränderte Rahmenbedingungen. Und deshalb, glaube ich, hinken wir an der Stelle immer so ein bisschen hinterher und wir bremsen uns wahrscheinlich durch dieses Mindset im Moment etwas stärker aus als andere. Eine Frage haben wir jetzt auch noch für euch, Doris und ich. Und zwar gibt uns ganz kurz mal ein Handzeichen. Wer von euch würde es denn begrüßen, wenn wir, Achtung, KI-Prüfbots an deutschen Schulen und Hochschulen einführen würden, damit Bewertungen gerechter werden und, ich sag mal so, der Nasenfaktor nicht mehr so zählt? Wer wäre dafür, eine andere Art der Bewertung einzuführen? Ich würde mal tippen, das ist ungefähr die Hälfte, Doris. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Mehr dazu hören wir jetzt von dir. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Carmen, hier zu meinem Vortrag. Die transformative Kraft von Gen AI in der Hochschullehre.
Und der Untertitel sozusagen, der Nachsatz, neue Gestaltungsräume entdecken. Das ist mal der erste Schritt, den man machen muss und die dann auch nutzen. Und ich habe mir dazu so diese Drei-Punkt-Gliederung überlegt. Erstmal Status Quo, wo stehen wir eigentlich beim Thema generative KI? Und ich versuche auch so ein paar Highlights der bisherigen Entwicklung hier zu beleuchten, den wir insbesondere im Bildungsbereich gemacht haben oder der sich abzeichnet, um dann mich dem Thema der KI-Bots in der Hochschullehre zuzuwenden, weil ich glaube, dass da ganz viel Musik drinsteckt und dass wir da auch noch ganz viel Potenziale auch wirklich nutzen können. Und das dritte ist ein Sammelsurium von auf der einen Seite Herausforderungen, aber auch Trends, also positiven Aspekten oder ein bisschen kritischen Aspekten, die uns nachdenklich stimmen und das Ganze dann abschließend mit Handlungsempfehlungen verbunden im Zusammenspiel von Mensch und Maschine. So, wo stehen wir beim Thema generative KI? Und ich habe hier das marktführende System bzw. den marktführenden Anbieter zum Gegenstand genommen, um anhand dessen das zu beleuchten, weil OpenAI als Anbieter von ChatGPT dieses Thema ja maßgeblich bespielt. Und man sieht hier so die Timeline, die hier so aufgezeigt ist, seit 2018. Es fing an mit dem Sprachmodell der ersten Version, GPT-1. GPT steht ja für Generative Pre-Trained Transformer Modell. Und dann sieht man anhand der Zeitlinie, da gibt es so verschiedene Entwicklungen bis hin zur Version 4, bei der wir heute stecken. Und oben drüber thront so der markanteste Punkt, der erste Meilenstein auf Mal kam, dann am 30.11.2022, also vor 18 Monaten ungefähr, kam diese Chat-Variante raus, mit der niemand gerechnet hatte, sodass man dann das Gefühl hatte, man kann mit solch einem Sprachmodell reden, als sei es, oder kommunizieren, als sei es ein Mensch. Und dann kam relativ schnell schon im März 2023 dann die Vierer-Variante raus, die damals dann nur die Anwender, die kostenpflichtige ChatGPT-Variante hatten, benutzen konnten. Und das war schon ein weiterer Meilenstein, das war auch die 2 da dran. Und dann ging es rasant weiter. Und jetzt vor kurzem, Mitte Mai, die nächste Version, GPT-4o, auch wieder wird als Meilenstein gewertet. Und ich habe das heute irgendwo gelesen, das O steht für Omni. Und irgendjemand schrieb dann, O ist wie omnipotent. So, fand ich ganz spannend. Und so wurde das dann vorgestellt. Und zwar hat man dann hier, das sieht man hier, gibt es YouTube-Videos. Es wurde auch live gestreamt, damals an dem Abend des 13.05. Also bei uns war es abends, bei denen war es vormittags. Und das Ganze ist hochgradig multimodal geworden. Das heißt, wir können in Echtzeit sprechen mit dem System. Es fühlt sich wirklich an wie mit einem echten Menschen. Wir können auch in Echtzeit übersetzen. Also wir haben gar keine Sprachbarriere mehr. Ich habe unten aus dem amerikanischen Newsletter ein bisschen was rauskopiert. Man kann eine PowerPoint hochladen, die direkt überarbeiten lassen, das Layout sich verändern oder Vorschläge für das Layout. Man kann interaktive Grafiken jetzt erstellen und bearbeiten. Also es sind wirklich auch neue Features da, neue Möglichkeiten da, die wir in der Form noch nicht hatten. So, letzte Woche Mittwoch. Ein Paukenschlag aus San Francisco vom Anbieter OpenAI, und zwar dieses neue omnipotente Modell ChatGPT wurde kostenlos für alle User angeboten. Diejenigen, die das kostenlose ChatGPT hatten, können es benutzen, nicht ganz so intensiv, nicht ganz so lange, wie die User, die den kostenpflichtigen Zugang haben. Und der Unterschied ist auch der, dass nur diejenigen, die die kostenpflichtige Lizenz haben, das Ganze auch benutzen können, um eigene GPTs, also eigene Bots zu bauen. Also das ist so der gravierende Unterschied. Was bedeutet das für uns im Bildungsbereich? Aus meiner Sicht ganz klar, Studierende und Schüler, Schülerinnen haben diese App, das werden sehr, sehr viele haben, und mit dieser ChatGPT-App kann man jetzt dieses leistungsstärkste Modell direkt benutzen, in allen Lebenslagen, sprachgesteuert, das ging auch vorher schon. Das heißt, wir haben also hier jetzt wirklich so eine Art Booster, den man in seiner Hosentasche oder sonst wie bei sich trägt, in Form des Smartphones, der allzeit bereit ist. So, tags danach, letzten Donnerstag, ging es schon wieder los. Also wir hatten uns Mittwoch gerade von der Ankündigung, musste das mal sacken lassen, und dann ging es Donnerstag weiter. Und zwar kündigt OpenAI an, ein eigenes KI-Modell für Bildungseinrichtungen, das ChatGPT Edu für Education. Ich habe oben dazu geschrieben, Lizenzgebühren, Fragezeichen, und eigentlich ist das so die Enterprise Edition, die sie auch vorher schon hatten für Unternehmen, jetzt ganz speziell für Bildungseinrichtungen. Und es bleibt spannend,
wie dann die Lizenzgebühren, die Rahmenbedingungen sein werden, mit denen wir das nutzen können. Das ist auch nicht so ganz verwunderlich, denn man hatte im Januar hatte man schon eine amerikanische Hochschule, Sam Altman hat das auch angekündigt. Also es war klar, es gibt auch natürlich sehr, sehr viele Hochschulen, die das auch gerne nutzen möchten. Wir haben eigentlich auch an vielen Stellen darauf gewartet und jetzt ist es zumindest angekündigt worden. So, Google, der andere große Player in dem Bereich, wendet sich auch der Hochschullandschaft zu oder dem Bildungsbereich zu. Das Modell heißt LearnLM und das ist damals die Ankündigung gewesen im Mai. Man sieht hier auf der rechten Seite Zusammenarbeit mit Lernenden, mit Pädagogen. Also das soll nach einem didaktisch sehr ausgereiften Konzept dargeboten werden, mit vielen Prinzipien der Lernwissenschaft, mit pädagogischen Benchmarks und Ähnlichem. Also hier sieht man schon, auch wir im Bildungsbereich werden adressiert. Es werden spezielle Produkte oder Versionen auch hier entwickelt oder Modelle sogar, die wir dann auch im Bildungsbereich einsetzen können. So, aber das Ganze ist immer noch geprägt von sogenannten Halluzinationen. Dazu neigen diese Modelle und ich habe hier mal so aus dem November letzten Jahres so eine Tabelle eingebaut, die die Genauigkeit hier in dieser ersten Tabelle, ersten Spalte beschreibt und die Differenz zu den 100% ist dann genau die Halluzination und dort ist so ein Ranking hinterlegt und man sieht, selbst damals so ein GPT-4 mit 97% Genauigkeit bedeutet im Umkehrschluss immer noch 3% Halluzination. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie wir 3% Halluzination, also das, was wir als Menschen als Blödsinn bewerten, wenn da solch ein Text herauskommt, bewerten. Und der Test wurde gemacht bei der Zusammenfassung von Texten, also wurden Texte dargeboten und das Modell oder die Modelle sollten sich möglichst eng an den Texten halten bei der Aufgabe, diese Texte zusammenzufassen. Und selbst bei der Zusammenfassung, wie gesagt, diese Halluzinationsraten. Und ich erkläre das immer so, ich sage, wenn ich jetzt Ärztin wäre und ich hätte jetzt so Arztbriefe, medizinische Berichte und möchte die schnell zusammenfassen, ich glaube, mir wären 3% Halluzination zu groß. Also diese Gefahr in dem Bereich aus meiner Sicht kritisch. Es gibt sicherlich andere Bereiche, wo man mit 3% Halluzinationsrate arbeiten kann. Diese Halluzinationsraten reduzieren sich eigentlich auch kontinuierlich, aber sie sind eben nicht null. So, dann gibt es neue Formen von Halluzinationen und dort hat Google, die sind überhaupt im Moment nicht, seit der Veröffentlichung von ChatGPT, haben sie nicht so gut performt und sie versuchen jetzt, ihre Suchmaschine zu retten. Auch da gibt es mit Perplexity und Co. Wettbewerber, neue Wettbewerber, die in den Markt drängen und das ist ja ein Multimilliardenmarkt. So, und Google hat jetzt eine Search Generative Experience in Form des AI Overviews, so haben sie das genannt, angeboten und die Verbindung jetzt von generativen Sprachmodellen mit ihrer Suchmaschine gelingt offensichtlich nicht so gut. So, das heißt im Endergebnis, also man sucht dort etwas und dann gibt es absurde Ergebnisse, also hier zum Beispiel, dass man täglich einen Stein essen soll, vermeintlich Aussage von Forschern der Universität Berkeley, weil diese sehr vitaminreich sind, Männer sollten aufpassen, Kakerlaken gehen in die männliche Harnröhre, bei Flugzeugabstürzen kannst du auch einen Rucksack genauso gut nehmen wie einen Fallschirm und die Astronauten haben auf dem Mond mit Katzen gespielt. Also absurde Geschichten, die natürlich bei einem Konzern wie Google echt zur Häme gereichen und unangenehm sind. Man versucht das jetzt schnell alles zu korrigieren. So, noch hier nochmal zusammengestellt die Charakteristika. Das sind sozusagen, die liegen sozusagen in der DNA, so wie wir Menschen auch was in unserer DNA haben, da können wir nicht drüber weg. Man kann das durch Erziehung bei uns Menschen, kann man einiges gerade rücken und hier versucht man es auch mit Erziehung bei solchen Modellen. Aber diese Halluzinationen sind ein Merkmal. Es geht bei solchen Modellen nicht um faktische Wahrheit, sondern es geht um ja, statistische Plausibilität. Es geht, solche Systeme spiegeln uns auch immer das wieder, was drin steckt und das waren in der ersten Version Texte von uns Menschen und die halten uns immer den Spiegel vor. Und deshalb auch dieser Bias, den wir an vielen Stellen haben, das ist nicht nur Gender Bias, das sind alle möglichen Verzerrungen, die man drin hat. Und das Alignment, so eine Art ja, Erziehung, Ausrichtung, wer sagt, wo es lang geht, wer sagt, was politisch korrekt ist, was erwünscht ist, was nicht erwünscht ist, ist auch natürlich eine Machtfrage. Und im Moment liegt das natürlich bei den Anbietern dieser Systeme oder Modelle. Also hier viele Missverständnisse nach wie vor und viele Fehlinterpretationen. So, aber das Potenzial von KI
Das hat, finde ich, sehr schön das World Economic Forum auch in diesem Jahr nochmal beleuchtet. Die haben ein extra Framework für Bildung 4.0 hier vorgestellt. Und man sieht in der linken Spalte die Fähigkeiten, in der rechten Spalte die Lernerfahrungen. Und wir sehen hier gerade so bei den Lernerfahrungen, finde ich, ganz, ganz vieles, was zu KI oder zu generativer KI sehr gut passt und was auch neue Möglichkeiten beschreibt. Zum Beispiel das erste, ne, personalisiertes, selbstbestimmtes Lernen auf eigenen Entwicklungspfaden oder Lernwegen. Und diese Art von KI ist sozusagen ein Booster oder ein Enabler, der sowohl bei den Fähigkeiten wie bei den Lernerfahrungen diese Ziele, die sich dort auch darlegen, wunderbar unterstützt. Also hier gibt es ganz, ganz viel zu entdecken und ich fand das ganz schön bei diesem Framework Bildung 4.0. So, jetzt zum Thema Bots in der Hochschullehre. Was bringt eigentlich das Ganze? Das wird ja ganz häufig gefragt. Ich springe so ein bisschen zurück in den Sommer letzten Jahres und dort gab es die MIT-Studie. Die hat mal untersucht, was bringt das eigentlich im Schreibprozess? Und die Ergebnisse sind, es reduziert die Arbeitszeit, Schreibzeit ungefähr um 40% und kann die Qualität der Ergebnisse, wenn wir es kompetent einsetzen, um 18% erhöhen. Das sind, wenn man so sich mit Prozessoptimierern unterhält, traumhafte Zahlen. Wenn wir das von der Fertigung hätten, da ist man mit 5% überglücklich und hier haben wir zweistellige satte Prozentsätze. Das Ganze ist bestätigt worden von der Harvard Business School, auch im Sommer, im Herbst letzten Jahres. Die haben dort mit Unternehmensberatern von Boston Consulting zusammengearbeitet, herauskam, die schaffen 12% mehr, sind 25% schneller und sogar 40% besser. Also auch hier wieder satte zweistellige Prozentsätze. So, ich habe von relativ früh, als die ersten KI-Modelle so da waren, mit KI-Schreibwerkstätten gearbeitet. Habe also Studierende die Tools, die KI-gestützten Schreibtools gezeigt. Wir haben das analysiert und hier in der Zusammenarbeit mit Claudia Lemke und Vera Meister eine Publikation aus dem letzten Jahr, da hat Claudia Lemke das mit ihren Studierenden untersucht und wir haben dort, ich habe das rot dargestellt, ihre kritischen Ergebnisse, was melden Studierende zurück? Ja, sie müssen viel kritischer und bewusster lesen als früher, Lesekompetenz wird bedeutsamer. Der zweite Punkt B, aber die Gefahr, und die ist wirklich gravierend, das wissen wir alle, Fake News und Desinformation. Ich springe mal direkt zu den grünen Punkten, zu den positiven Aspekten. Und das kann ich auch bestätigen. Viele Studierende sagen, das ist das erste Mal, dass mir Schreiben Spaß macht. Weil es so leicht ist und ich fühle mich so produktiv. Der andere Punkt, und der ist mir sehr deutlich vor Augen geführt worden, ich glaube, bei meiner ersten Schreibwerkstatt, weil ich dort eine Studierende hatte, von der ich wusste, die kann nicht schreiben, die hat große Angst. Und sie hat so freudig darauf reagiert und hat gesagt, es macht Spaß, und ich traue mich jetzt zu schreiben. Das heißt, Schreibblockaden lassen sich dadurch auflösen. Es bekommt auf einmal Leichtigkeit. Man bekommt so die Zuversicht, dass man es doch kann. Und das sind sehr, sehr positive Aspekte. Und wir haben auch hier wieder die beiden Seiten der Medaille. Wir haben Risiken auf der einen Seite und eben viele neue Möglichkeiten auf der anderen Seite. Das Ganze, wenn man den Schreibprozess beleuchtet, das sind hier zwei Kolleginnen aus der Ruhr in Bochum und Bremen, die das untersucht haben im letzten Jahr. Wir sehen auf der linken Seite ganz viele Tools und wir sehen auf der rechten Seite den gesamten Prozess. Und dort sieht man alleine schon an der Fülle der Tools, wie vielfältig die Tool-Landschaft damals schon war. Wenn man sich heute so Webseiten anguckt, there's an AI for that, wird man erschlagen von zigtausenden von Tools. Also es ist sehr unübersichtlich, sehr dynamisch. Aber diese Tools lassen sich sozusagen auch sehr spezifisch in unterschiedlichsten Schreibphasen auch einsetzen, also auch im wissenschaftlichen Prozess. So, ein ganz besonderer Punkt in diesem Jahr war die Eröffnung des sogenannten GPT-Stores von OpenAI mit zum Startzeitpunkt ungefähr 3 Millionen Bots, zumindest wurde das so angekündigt. Und diese Bots sind, diese 3 Millionen werden in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt, das sieht man hier, DALL-E für die Bildgenerierung, dann hat man eine eigene Gruppe nur fürs Schreiben, eine eigene Gruppe, um produktiver zu sein, Forschung zu machen, Software zu entwickeln, Bildung oder auch Lifestyle. Und im Bildungsbereich, wenn man da so reinspringt, gibt es immer spannende Geschichten zu entdecken. Hier, das sind so die Top 12, die am meisten genutzt werden. Zum Stand 3. April war das. Das verschiebt sich jeden Tag so ein bisschen, das Ranking. Und man sieht dort, wir haben gar keine Sprachbarrieren mehr. Ich hatte hier so einen Bot, den habe ich nicht verstanden.
in einer asiatischen Sprache und dann habe ich mit dem versucht zu kommunizieren und siehe da, es gelang. Er hat erklärt, dass er ein koreanischer Bot ist. Das heißt, ChatGPT kann mehr als 90 Sprachen und wir haben gar keine Sprachbarrieren mehr. Also wir sind, was Globalisierung angeht und die Zusammenarbeit weltweit hier deutlich voran. Was auch völlig neue Räume und Möglichkeiten eröffnet, sind solche KI-Bots. Hier ist ein GPT, der heißt Universal Primer. Ich glaube, der steht sogar im Moment auf Platz 1. Motto ist Learn Everything About Anything. Das heißt, es ist eine Lehrmethode des Physik-Nobelpreisträgers Richard Feynman mit diesen 4 Schritten. Und du wirst themenunabhängig durch so einen Lernprozess geführt. Fand ich ganz faszinierend. Meine Studierenden fanden das auch großartig, weil sie so etwas auch noch nie gesehen hatten. Und das schafft dann auch wieder Anreize, Ideen für uns. Wie können wir in der Didaktik uns mit solchen Themen beschäftigen und einfach mal solche GPTs anschauen. So, Research und Analysis, wissenschaftliche Arbeit, auch ganz spannend, auch ganz viele Tools. Dort im Moment sehr beliebt Konsensus. Dort sucht man dann in 200 Millionen akademischen oder wissenschaftlichen Papern, gibt es auch als Standalone-Lösung. Also Konsensus etabliert sich schon als ein ganz wichtiger Player rund um Literaturarbeit, Literatursuche, das wissenschaftliche Arbeiten. Und auch jedes dieser Tools entwickelt sich selber sehr dynamisch. Also nicht nur das ganze Konglomerat, dieser ganze Pool ist sehr dynamisch, sondern jedes dieser Tools für sich auch nochmal wieder. So, ein Tipp für alle hier. Einfach mal eigene GPTs bauen, geht ganz, ganz einfach. Man geht in den GPT-Store, ich kann das ganz kurz mal zeigen, ich kann eben einmal rausspringen, wie man das macht. Und zwar gehe ich hier mal hin. Da bin ich, ach so, jetzt ist jetzt, hätte ich das nicht machen dürfen? Dann springe ich wieder zurück. Sorry. War jetzt nicht abgesprungen, jetzt bin ich eigenmächtig rausgesprungen aus meiner PowerPoint, um irgendwas live zu zeigen. Sorry. Ja, ich wollte jetzt auch mal diese Seite zeigen. Kann ich da dann noch drin bleiben? So, das, was ich hier zeigen wollte, wenn man den GPT-Store, also hier auf der linken Seite, geht man auf GPTs erkunden, dann kommt diese Seite und hier oben hat man diesen wunderbaren Button Plus erstellen. So, einmal das einfach ausprobieren, da drauf gehen. Wir werden dann an die Hand genommen von einem GPT-Builder. Also da läuft dann wieder ein KI-Bot, der wie ein Assistent uns dabei hilft, eigene kleine Bots zu bauen. Kann jeder, man muss dort gar keine Angst haben, man braucht keine Softwarekenntnisse, es ist einfach eine ganz faszinierende Möglichkeit und dann speichert man und dann kann man wählen, ob man es erstmal alleine für sich nutzen möchte oder dann mit anderen teilen will oder sogar veröffentlichen will und wenn man es veröffentlicht, dann ist es dann wieder im GPT-Store auch enthalten. So, das ist so ein Weg und eine andere Alternative, um Bots zu bauen, finde ich großartig auf der Plattform Poe. Dort geht man auf Plus-Bot erstellen. Das Ganze ist genauso, man wird wieder ein bisschen an die Hand genommen, nicht ganz so luxuriös, man durchläuft da so einen Weg und kann unterschiedliche Sprachmodelle auch wählen. Ich habe hier einen Screenshot vom 10. Mai. Man sieht ganz, ganz viele unterschiedliche KI-Modelle. Lassen sich dort nutzen, manche sind kostenpflichtig, manche kann man kostenfrei benutzen, also ganz großartig. So, anderer Tipp, von Pionieren lernen. Wir haben heute von der International University diesen Thea vorgestellt bekommen. Darauf brauche ich nicht groß eingehen, aber das ist auch etwas, was sehr wertvoll ist. Zum Thema Prüfen, meine Erfahrung, einfach ausprobieren, wenn man so eine Idee hat. Und ich habe Folgendes gemacht, in dem Wintersemester 2022, 2023, als ChatGPT rauskam, hatte ich ein Modul und dort hatte ich eigentlich nur vorgesehen, dass die Studis eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und sie präsentieren. So. Klar war, mit dem Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit, das ist schon vielleicht nicht mehr so dolle, zumindest nicht allein. Und ich habe dann das dritte P eingeführt, den Prozess. Und habe dann mit den Studierenden das besprochen, also auch die Partizipation, also der Austausch war für mich sehr förderlich, wie sehen Studierende das. So, und diese Gewichtung der 3 Ps war dann die Diskussion. Das neue P, der Prozess,
Den habe ich dann wie folgt gegliedert, habe gesagt, so, die 100%, die bislang Produkt und Präsentation hatten, also Produkt im Sinne des Ergebnisses, des Elaborats, die schriftliche Ausarbeitung, der hatte vorher auch 50%, dem haben wir 25% genommen und die frei gewordenen 25% haben wir verteilt auf den Prozess und zwar in dieser Variante A und B. Das heißt, es gab für das Design des wissenschaftlichen Vorgehens 12,5% und das ist der spannende Punkt, das technische Tool-Design. Das heißt, welche Tools wurden genommen, wie wurden die eingesetzt, wie wurden die ausgewählt, wie digital kompetent haben die Studis genutzt. Das war das Novum. Das heißt, Anreize schaffen, dass Studierende die Tools benutzen. Wir wollen ja nicht täuschen, wir wollen das auch nicht verbieten, können wir auch gar nicht. Das heißt hier, also das Spiel ganz anders spielen, Anreize schaffen, sich mit den Tools zu beschäftigen, die Tools zu integrieren und das dann auch honoriert zu bekommen. So, was wir in dem GPT-Store und mit den ganzen Tools im Moment erleben, ist ein Leben wie mit einem Zauberstab. Das heißt, wir können, was das Thema generative KI angeht, wir können, konnten von Anfang an Texte, damit fing es ja an, generieren, Softwarecode, Bilder, Videos, geht noch nicht so gut, aber da gibt es Sora von OpenAI, das werden wir in diesem Jahr auch noch erleben und wir können Audiodateien generieren und ich habe so ein kleines Beispiel mitgebracht und zwar habe ich eingegeben bei Suno, generiere mir einen Song, der mich als stolze Managerin einer Contentfabrik betrachtet, in meiner Fabrik kann ich per Knopfdruck Text, Songs, Bilder, Videos und Software produzieren. Das war alles, was ich gemacht habe. Dann habe ich irgendwie 10 Sekunden gewartet und heraus kam dieser Song, den ich jetzt vorführe. Ich hoffe, dass das mit dem Sound klappt. In meiner Fabrik kann ruhig ein bisschen lauter. Da geht es rund, mit jedem Knopf drucke ich diesen Sound. Ich produziere Texte so einfach und fein. Nichts von mir, gar nichts von mir, kein bisschen. Bilder, Videos, alles im Reim, please. Als Manager bin ich stolz. Ich blicke durch, jeder Gedanke wird zur Wirklichkeit. Das ist wahr, meine Content-Fabrik. Ein Wunderland, wo Ideen blühen. Märchenland, Knopfdruck Wunderland, so mag ich. So, das können wir jetzt noch lange anhören. Ich kann auch per Knopfdruck neue Songs für Sie generieren. Also ich bin ja auch nachher noch da. Also wer noch einen Song gerne hätte, ich produziere auch gerne. Ich habe überlegt, das Genre zu wechseln, werde ich jetzt Musikproduzentin. Wir lachen, wenn wir selber Musikproduzenten wären, wäre das alles andere als witzig. Denn das ist disruptiv doch für die Musikindustrie. Sorry. So, ich will ganz schnell noch vielleicht so ein paar Punkte. Darf ich noch eine Minute? Ja. Ja. Eine Geschichte, die ist heute am Rande immer nur kurz erwähnt worden, aber wir haben bei dem EU AI Act ein kleines Problem, denn Bildung ist bei dem EU AI Act, da gibt es ja Risikostufen, ist auf dieser High-Risk-Stufe einsortiert worden. Das bedeutet insbesondere, und das Carmen war auch anfangs so deine Frage, Bewertung von Prüfungen. Bewertung von Prüfungen sind explizit hier genannt worden auf Stufe 4. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr hohe Anforderungen. Und was anscheinend niemand macht, die Policies von OpenAI sich mal reinziehen. Wenn man die liest, ist ganz klar, KI darf nicht so etwas bewerten, zumindest nicht automatisiert, ohne dass ein Mensch drüber schaut. Das heißt, wir haben also eine doppelte Hürde, einmal ein klares No-Go hier von OpenAI plus ganz klare rechtliche Regelungen, die sehr, sehr hohe Anforderungen bei Prüfungen hier fordern. Technik, wer ein AirPod von Apple trägt, neue Forschung rund, auch ein Patent von Apple, Gehirnaktivitäten, es geht ran an unser Gehirn, das wird, also die Brainwaves werden gelesen. Hier gibt es zum Thema Recht und auch EU AI Act, ich bin in so einer Arbeitsgruppe, wir werden nachsteuern müssen, das macht man in Colorado schon, weil dort neue Tools entwickelt werden, auch hier für den Education-Bereich übrigens, die unsere Gehirnwellen messen. Und das bedeutet, unsere Gedanken sind vielleicht viel zu frei,
Ja, die werden öffentlich, das möchte man natürlich nicht, also hier brauchen wir Schutz. Ein lohnender Blick, glaube ich, auch immer ins Ausland. Hier Hongkong mit 10 KI-Dozenten am Start, also hier auch, wir hatten ja über nationale Unterschiede gesprochen, also hier deutlich mehr Geschichten. Wir haben auch so diese verbale Kommunikation, das Auditive, was die Schriftsprache an vielen Stellen schon ein bisschen ersetzt. Auch hier ganz aktuell von Illuminate, von Google. Dort werden Veröffentlichungen, die werden in Form von 2 Akteuren mit KI-generierten Stimmen gesprochen. Und hier kann man sich das anhören, eine sehr berühmte Veröffentlichung auch zum Thema Gen AI, Attention is all you need aus dem Jahr 2017, kann man sich anhören als nettes Gespräch zwischen 2 Personen. Was auch kommt oder was eigentlich schon da ist, haben wir auch heute gehört, Metaverse, hier kommen ganz neue Endgeräte. Was beim Mittagessen vorhin für sehr viel Diskussion und Freude gesorgt hat, das habe ich noch eingebaut. Aufbruch in die Welt der Tierkommunikation, auch da zeigen KI-Sprachmodelle, dass wir den Hund besser verstehen. Die Katze wahrscheinlich auch. Also hier gibt es ganz neue Dimensionen, also demnächst, wir können auch zurückbellen, auch das ist denkbar, ne? Dass wir von menschlicher Sprache zum Bellen kommen. Ja, meine Empfehlung, einfach mutig sein, ausprobieren, veraltete Praktiken über Bord werfen, Trial und Error wagen, dann gelingt es. Und meine persönliche Empfehlung für uns als menschliche Spezies ist, mehr Bewusstsein für unsere eigenen Stärken entwickeln. In uns hineinhorchen, was sind wir, was können wir. Und hier gibt's, habe ich auch KI generiert, diese Darstellung. Ich glaube hier Intuition, so das Gefühl, was wir haben in bestimmten Situationen, was wir so in uns tragen, das ist, glaube ich, ein echter Schatz, dem wir auch mehr Raum geben müssen. Und von daher ist dieses Spannungsfeld immer, was kann KI, was können wir, was sind wir, die ist immer eng mit diesem Thema verbunden. Und ich glaube, hier müssen wir uns auch stärker auf uns besinnen und unsere Geschichten. Abschließend noch das Angebot unseres virtuellen KI-Kompetenzzentrums, das wurde schon erwähnt, der Tooltip Tuesday. Lohnt sich da reinzuhören, wir haben eine kleine Sommerpause jetzt, aber hier stellen wir Tools vor, weil ich habe das so häufig heute gehört, man ist überfordert, man kommt nicht mehr mit. Man ist gejagt hinterher und hat das Gefühl, man ist abgehängt. Das geht uns allen so, das geht mir auch so. Und deshalb kam auch die Idee auf, auch in unserem KI-Kompetenzzentrum, wir brauchen so ein Tooltip Tuesday, damit wir eine Woche, also immer einmal die Woche wenigstens so nochmal ein Tool erklärt bekommen und versuchen, so ein bisschen Orientierung zu bekommen. So, jetzt habe ich meine Zeit total überzogen und ich entschuldige mich sehr bei dir, Carmen. Und hier kommt dein Applaus. Wow. Ja, was für ein Fakten- und Impulsfeuerwerk. Wir danken dir ganz herzlich, Doris. Also ich überlege gerade, was der Next Evolutionary Step ist. Gedankenlesen vom Menschen, Sprachelesen vom Hund. Nächstes Mal spreche ich mit meinen Tomaten. Nächstes Jahr vielleicht sind wir soweit. Man weiß es nicht. Ja, bei den Tomaten wäre ich jetzt vorsichtig. Also das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber die Kommunikation in so einer ganz anderen Dimension. Ja. Ich mag ein bisschen aufs Zeitmanagement gucken, weil wir uns gleich live in den nächsten Vortrag hier reinklicken. Eine Frage möchte ich unbedingt aufgreifen, die hatte ich nämlich auch. Ich spreche aus eigenem Interesse. Leute möchten wissen, Mensch, kann ich diese tollen Folien irgendwo finden? Online, ist das möglich? Oder einfach ständig deine Vorträge besuchen? Die stelle ich euch zur Verfügung, ja. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Dankeschön, Doris. Ja. So, jetzt machen wir einen gemütlichen Umbau und dann kommen wir langsam zum großen Finale hier. Und natürlich ist der Tag noch längst nicht zu Ende. Wir machen natürlich durch bis morgen früh, aber zu diesem Programmpunkt kommen wir dann später. Also, ich darf schon mal hier kurz das iPad hinlegen. Entschuldige mich bitte, du baust hier einfach ganz gemütlich und in Ruhe ab. Ich guck mal gerade, wie viel Zeit haben wir bis zum nächsten Slot. Noch 2 Minuten. Okay, gut. Was können wir uns da noch, dann darf ich dich vielleicht doch noch mal kurz fragen, wenn ich das noch mal kurz nutzen darf. Und zwar, wie verändert der Umgang mit diesem Tool unser Denken und unsere Art und Weise auch zu kommunizieren? Ach, das ist eine Frage. Das ist eine große Frage. Warte mal, ich schnapp mir gerade das Mikrofon. Ja. Nur so in 2-3 Sätzen. Zum Thema. Wenn das jemand kann, dann du. Darf ich auf den zweiten Teil der Frage, weil mich der so amüsiert hat. Ja. Wir haben gescherzt in unserer Kieler Forschergruppe zum Thema, wie verändert es die Kommunikation. Wenn wir
immer intensiver mit diesen ganzen KI-Bots sprechen, dann prompten wir quasi, also wir sind sehr, sehr klar, wir müssen ganz klare Anweisungen formulieren, wir sind immer ein bisschen streng und haken nach. Und die Frage war dann, überträgt sich das dann auch auf unser persönliches Umfeld? Also prompte ich dann auch mit meinem Mann oder mit meiner Freundin, ne? Klare Kommandos, klare Ansage. Du kriegst 1000 Euro extra, genau, wenn du die Aufgabe gut machst. Ja. Anreize setzen. So, damit der menschliche Partner richtig gute Leistung zahlt und richtig gut performt. Ne? Ja, und? Wir wissen es nicht. Also es wird sich zeigen, aber dass sich tatsächlich Sprache schon so ein bisschen ändert, wenn man einen Großteil des Tages mit solchen KI-Systemen arbeitet und den ja wie so ein Lebensbegleiter betrachtet, wie so ein Sparringspartner, dann ist schon zu erwarten, dass sich diese Art der Kommunikation auch auf unser Privatleben, also in der zwischenmenschlichen Kommunikation, niederschlagen könnte. Aber wir wissen es nicht. Vielen herzlichen Dank für den Einblick. Wir freuen uns sehr, mit dir vielleicht gleich noch weiter diskutieren zu dürfen. Dankeschön. Tschüss.